Hallo und herzlich willkommen Leute zu einer allerersten Folge vom neuen GOMMEL-HD.net Spielmodus namens Skywars und mit dabei haben wir heute den Kevnator 12. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Ne, er ist nicht da. Oder doch? Oder ist er nicht da? Ah ja, bestimmt gleich kommen. gut. Auf jeden Fall, wir sind ja gerade im TS gemeinsam und ich hoffe, er ist gleich da. Und ja, wer das Spiel noch nicht kennt, man kann das ans Premium. Auf dem GOMMEL-Server kann man das ganz einfach zocken, dieses, ja, wie heißt das? Skywars halt. Und im Prinzip geht es einfach darum, die anderen Leute zu töten. Ist eigentlich genau, also es ist nicht genau das gleiche, aber es ist vergleichbar mit der Lucky Blocks Bad Wars. Oder bei diesem Lucky Blocks Battle von Castia zum Beispiel, vom Castia-Server. Aber auch dann zum Beispiel mit Dingen wie, wie soll ich sagen, also ein bisschen schwierig zu sagen auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall geil, dass es so einen Spielmodus jetzt eigentlich auch immer noch gibt auf GOMMEL. Hat es mir persönlich irgendwie fast gefehlt. Ja, wirklich coole Sache, muss ich schon sagen. Wir haben es im Livestream schon ein paar Runden mal gezockt und es hat mir persönlich eigentlich ganz gut Spaß gemacht. So, es gibt ja hier auf die solche Inseln. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe es gesagt vorhin. Man kann das Ganze nur ans Premium spielen. Das heißt, wenn man nicht Premium ist auf GOMMEL, dann heißt es leider Nope. Du nicht. Für dich gibt es leider diesen Spielmodus nicht. Ja, weil das GOMMEL-Team muss jetzt dann erst noch bestimmen oder wird dann auch die Spieler abstimmen lassen. Soviel ich weiß, irgendwie. Ja, ob sie den Spielmodus dann am Ende dann wirklich auf den Server nehmen sollen oder nicht. Was ich halt geil finde, man kann ja die gesamte Map abbauen. Und, so, bin jetzt auch da. Genau. Ja. ja, Leute, da ist doch kein Nato, genau. So, ich habe schon 12 Dias. Fuck, da ist jemand bei mir. Nein! Mann, ich bin direkt tot. Shit! Ich habe gehört, wie der Runde gesprungen ist und da ist schon los. Schon fertig, okay. Man soll noch eine bessere Runde hinkriegen. wir sehen uns gleich in der nächsten, Leute. So. Ja, willkommen zur zweiten Runde. Wir spielen jetzt noch die Map Hell. Das ist, einfach netter halt, oder ja, hell heißt halt Hölle in dem Sinn. Macht dieser Name schon Sinn, oder die Namensgebung? Und jetzt ist der Kevnator auch von Anfang an mit dabei. Ja. So, ein Helm fehlt mir noch. Ich nehme jetzt den ja auch mal mit. Ich hoffe einfach nicht, dass ich wieder so überrascht werde wie vorhin gerade von einem anderen. Das war schon ein bisschen Nachteil für mich. Ist es eigentlich random, was man in den Kisten hat, oder? Das ist bei allen verschieden, glaube ich. Okay. So wie ich weiß, so, ich habe keinen Helm, war ansonsten echt gute Ausrüstung. Wir können noch ein paar Dias abbauen gehen gleich. Wobei, ne, ich habe kein Holz. Shit, ich habe kein Holz, glaube ich. Aber gibt es ja noch eine weitere Kiste? Weil es ist immer, ah ja, gibt es Holz. Es ist nämlich immer unterschiedlich, also wer es nicht weiß. Man kann nämlich zwei Kisten haben auf einer Map oder manchmal auch drei. Und die muss man dann auch erstmal finden. Und wenn man sie gefunden hat, ja, dann hat man es halt gefunden. Aber meistens gibt es halt, also eben, ich weiß auch gar nicht, wie viel ich hier noch erklären muss. Oh, ich bin schon tot. Oh, schade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass relativ viele Leute eben den Spielmodus eh schon kennen dürften. Deshalb bin ich jetzt hier mal vorsichtig noch mit dem Erklären so ein bisschen. Dann schauen wir mal, ob sich jemand zu mir baut. Da hinten, wenn dann. Ah, sieht nicht so aus, okay. Dann können wir vielleicht doch noch mal ein paar Dias abbauen. Vielleicht auch einen Dia-Helm, dann wäre ich nämlich schon immerhin bei... Oh, da unten ist einer irgendwo. Jupp. Oh, ich bin so easy, ich weiß. Puh! Alter, 1,5 Herzen. GG. Holy shit. Der war eigentlich besser ausgerüstet an sich, aber ich habe ihn gekriegt. Na gut, er hat wahrscheinlich falsch angekriegt da oben irgendwie. Mal sehen. So. Ein Eisenmeter hatte der noch. Ansonsten noch irgendwelchen Shit, den man nicht braucht gerade. Gut, Eisenerz. Okay, 9 Rüstungspunkte. Kann man nicht sagen. Wir können jetzt noch einen Stein. Ne, Diaschwert machen wir eigentlich natürlich. Mach ich auch gleich. Ich hoffe nur, es kommt niemand. Sieht man hier Infos? Ne, sieht man nicht. Gut. Ich weiß jetzt einfach mal hier hin und dann machen wir uns noch schnell ein Diaschwert. Und ich habe einen Goldapfel. Nice. So, aha. Und bam. Das können wir nachher verzaubern theoretisch. Ja, ich meine, ich habe jetzt 3 Level. Explodiert hier ein Tier eigentlich, wenn man das setzt? Keine Ahnung. Weißt du das? Nee. Müssen wir mal ausprobieren gleich.
Ich hab's nicht gesagt. So viel Spieler leben noch. Und es gibt dann ja auch Kids bei dem ganzen Spiel, wie man schon sieht. Es gibt da halt, ja, ich habe auch dann das Starter-Kit, weil ich noch keins gekauft habe, denn, ja, ich kann ja mal Stats zeigen. So viel gespielt habe ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt 400 Coins und die Kits sind dann je nach Stärke auch unterschiedlich teuer. Was ich sehr, sehr gut finde, denn zum Beispiel bei Ender Games kosten ja alle Kits 20.000 und ja, wenn man dann mal sieht, so welche Kits wie stark sind, dann kann man da schon sagen, dass man dafür echt ja, die Preise eventuell auch anpassen hätte können. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, diesen neuen Spielmodus. Und ja, es ist ja so, Skywars gab es ja 2 Tage vor Gomme schon auf Hypixel, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es war Hypixel. Yeah. Und da kamen natürlich alle Leute und haben gesagt, ja, komm, kopier mal wieder, überall her. Und ich will jetzt nicht sagen, dass komm, scheiße ist oder so, auf keinen Fall. Aber ich habe das Skywars auf Hypixel auch schon gespielt. Und ich persönlich muss sagen, ich finde das geiler. Das auf Hypixel irgendwie, als das auf Gomme. Einfach meinst du halt, weil die Maps, finde ich, sind auch, wie soll ich sagen, nervend aufreibend. Nenne ich das nicht. Auf jeden Fall, die Maps sind schon mal meiner Meinung nach besser als die von Gomme, die es da gibt. Nur schon deshalb würde ich auf Hypixel spielen, wenn dann. Ja. Also könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr denn von Hypixel eher sehen wollt oder vielleicht auch mal von Gomme, wie gesagt. Könnt ihr von mir aus bestimmen. Weil, ja, falls ihr auch weiterhin das sehen wollt, dann wäre ich auf jeden Fall froh, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet. So, und jetzt versucht mal hier den Kampf gegen den zu gewinnen. Mal sehen. Wir haben ungefähr die gleiche Rüstung. Oh, und der hat einen W gegeben, leider. Klar, gesetzt. Und er ist noch ein zweiter. Oh, holy shit. Der staubt jetzt eh ab. Der staubt eh ab. Schade. Ja, der hat abgestaubt, glaube ich, der andere. Ja, aber er wurde auch getötet. Jo, GG auf jeden Fall. Oh, da haben noch sehr, sehr viele Leute spectated. Gute Sache auf jeden Fall. Jo Leute, und ich würde auch sagen, das war's vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne eine positive Wertung da lassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wir sehen uns vielleicht heute noch bei einer Folge Clickorius. Ich weiß nicht, ob ich heute eine hochladen werde, aber ich habe richtig Bock drauf. Ja, seid gespannt und ansonsten gibt es das nächste Video am Mittwoch um 18 Uhr. Wie immer, und am Freitag gibt es dann wieder ein Stream. Bis dahin, peace out, Leute. Ja. Yeah.